Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Witcher Blood and Wine, wo ich immer noch darauf warte, dass ich irgendwann tatsächlich hier mal eine vernünftige Anmoderation abliefern kann, ohne dass irgendein NPC angestürmt kommt und mich von der Seite vollquatscht. Das funktioniert ganz selten. Wir sind nach Beauclair zurückgekehrt, nachdem wir in der letzten Folge einen Wicht von einem Fluch befreit haben. Denn wir haben dabei einen Schlüssel gefunden, der die Form eines Löffels hatte. Und irgendwas hier mit dieser Fasanerie zu tun hat. Deswegen will ich jetzt mal nachfragen, ob wir vielleicht ein paar interessante Informationen hier noch abgreifen können. Willkommen in der Fasanerie. So ein Löffel, wohin kommt der, wenn man deckt? Oh, aber nein, das ist ja mal ein rarer Bouillonlöffel oder ein Schlüssel. Hier steht was geschrieben. Ja, deswegen bin ich hier. Hast du eine Ahnung, wofür der Schlüssel ist? Ich sehe ihn zum ersten Mal, aber du kannst mal im Keller nachsehen, da hat der Vorbesitzer allerlei Krempel gelassen. Danke. Bis später. Das ist, esst, trinkt in der Tat unerwartet entgegenkommen, muss ich sagen. So, im Keller. Also, wo geht's denn hier im Keller? So, muss ja nicht immer gleich ein Trank sein, ne? Ja, einfach mal so gucken. Guck mal, da leuchtet schon was rot. Aha. Ein Buch. Das Buch enthält hunderte von Rezepten. Aber statt des Rezepts für Hase auf Beauclairer Art befinden sich auf der letzten Seite lediglich einige chaotisch geschriebene Zeilen. Bei Majorans seligen Wunden! Ich habe Dutzende Elfenmanuskripte durchforstet und endlich habe ich's gefunden. Ich weiß jetzt, wozu der Löffelschlüssel, den ich bei der Auktion erstanden habe, gehört. Das ist der Schlüssel zum legendären Refugium von Ramses Gorton, dem Elfenpriester der Göttin Danamebi, dessen kulinarische Meisterleistungen selbst von den modernsten Köchen unerreicht blieben. Wenn ich die Ruinen seines Tempels finde, die sich angeblich irgendwo im Wald von Beauclair befinden sollen, finde ich alle seine legendären Rezepte. Ganz zu schweigen von den anderen unbezahlbaren Schätzen, die dieser Meisterkoch in seiner Küche aufbewahrt haben muss, wo er seine Kunst perfektionierte. Der Rest der Seite ist mit einem großen, fettigen Fleck bedeckt. Okay. Das wird tatsächlich eine größere Weltreise, als ich ursprünglich erwartet habe. Ist jetzt die Frage, kann die Geschichte mit Detlef so lange warten? Ich sag mal spontan, sie wird's müssen, ne? Ich gebe doch jetzt nicht auf. Wir gucken erstmal auf die Karte, wo genau wir da jetzt eigentlich hin müssen. Der Wald von Beauclair ist ganz da oben im Norden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ich glaube, da waren wir tatsächlich auch schon mal, ne? Ja, am besten vom Basanehof aus, oder? Und dann dem Weg folgen. Hier hoch und an der Kreuzung rechts und über der Nase nach dann. Ja, gut. Okay. Hier unten bei der Nilfgaardischen Botschaft war ja ein Schnellreisepunkt. Den können wir direkt nehmen. Ehrlich gesagt finde ich es gut, dass das jetzt schon wieder so eine ausführlichere Quest ist. Und wir werden natürlich da auch noch Dokumente kriegen.
Wir haben ja tatsächlich gar nicht mehr so viele Quests jetzt hier im Spiel. Also, abgesehen von der Hauptquest, meine ich natürlich. Und je mehr Spiel jetzt hier tatsächlich noch überbleibt, desto besser, würde ich einfach mal behaupten. Denn, ich bin ganz ehrlich, eigentlich möchte ich mich gar nicht verabschieden. Eigentlich möchte ich mich gar nicht von dieser Welt verabschieden. Schön und gut. Aber zusammen Wein herstellen, das ist ja was ganz Unerhörtes. Ja, ich bin, ich habe diese Welt tatsächlich inzwischen so lieb gewonnen. The Witcher aufnehmen gehört inzwischen einfach mit dazu. Dieses Projekt läuft jetzt schon so lange. Wir machen das jetzt über 2 Jahre, glaube ich, sogar schon. Ich meine nämlich, wir hatten 1, 2 Pausen drin. Oh, sind das mal Gäste? Wieso sind denn hier mal Gäste? Ist das euer Ernst da hinten? Hallo? Können wir dann mal? Also sollte jetzt tatsächlich nur mal eine Frage sein. Ja, was ich sagen wollte, das gehört inzwischen so dazu. Das wird sich komisch anfühlen, dann... Ach, schon wieder das Falsche. Dann keinen The Witcher mehr zum Aufnehmen zu haben. Ich meine, wir haben ja noch Thronebreaker. Mit dem wir uns ja immer sonntags beschäftigen. Also kehren wir der Welt nicht komplett den Rücken. Und man munkelt, also ich weiß nicht, inwieweit das offiziell bestätigt ist, aber ich habe auf jeden Fall schon von aus diversen Quellen gehört, dass CD Projekt Red, wenn sie dann jetzt Cyberpunk 2077 veröffentlicht haben, an einem neuen Witcher-Spiel arbeiten wollen. Es soll nicht The Witcher 4 sein, weil sie gesagt haben, Geralts Geschichte ist abgeschlossen, aber es soll halt ein neues Spiel im Witcher-Universum sein. Und das könnte ja potenziell auch wieder sehr interessant werden, beziehungsweise das wird garantiert sehr interessant. Es wird nur eine Weile dauern, bis wir das dann haben. Und das bedeutet, dass wir dann wirklich erstmal kein The Witcher mehr auf dem Kanal haben. Das ist halt krass. Das ist wie, als wir damals Mass Effect fertig hatten oder Skyrim. Da geht halt einfach eine Ära zu Ende dann, ne? Oh, Alter, ich habe jetzt schon 3-mal gedrückt, er soll gehen. Und stattdessen läuft er halt immer noch weiter, ne? Und fällt dann halt auch hier die Treppe runter. Das lässt sich dann eben nicht vermeiden. Das ist alles zu einfach. Das ist gerade alles viel zu einfach. Oder ist das jetzt so einfach, weil es quasi die Belohnung dafür ist, dass du hartnäckig geblieben bist und jeden einzelnen Löffel im Wichthaus untersucht hast? Ah, gucken wir doch mal. Ramses Gortons Rezept für Pasta Étoile Blanche. Zutaten. Ein großzügiger Löffel dickflüssiger Joghurt, vorzugsweise nach gemerischer Art. Eine Handvoll Pfifferlinge, ein Glas Rotwein, halbtrocken, eine Putenbrust, Tagliatelle nach Belieben, 6 Kirschtomaten, ein Bund Rucola, eine serikanische Kräutermischung mit exotischen Kräutern und Gewürzen, Olivenöl aus Duntün, eine kleine Schale Ricotta, Salz und Pfeffer sowie 2 Knoblauchzehen. Putenbrust mit Salz einreiben, dann in Marinade aus Joghurt, serikanischer Kräutermischung und zerdrückten Knoblauchzehen geben. Mindestens 2 Stunden an einem kühlen Ort ziehen lassen.
Pfifferlinge kochen, bis sie weich sind, aber sie dürfen nicht zerfallen. Das Zauberwort lautet hier al dente. Tagliatelle auf gleiche Weise zubereiten. Wenn du die Nudeln verkochst, kannst du deine Schürze gleich an den Nagel hängen, denn dann bist du kein Koch. Sobald die Pute den Geschmack der Kräuter angenommen hat, Putenbrust in die mit Olivenöl erhitzte Pfanne geben. Wein hinzugeben. Sobald er verkocht ist, die Pasta dazugeben. Alles kurz anbraten, Kirschtomaten halbieren und zu den Nudeln geben. Gut mit Pfeffer würzen. 2 Esslöffel Ricotta hinzufügen und alles gut mischen. Gericht auf Tellern anrichten und mit Rucola garnieren. Rezept für Honiggewürzkuchen. Rezept für Ramses Gortons berühmten Honiggewürzkuchen. Zutaten: 3 Becher Buchweizenhonig, 4 Becher Dinkelmehl, 1 Portion Butter, serikanische Gewürze nach Belieben, 3 Eier, 2 Becher Kuhmilch und 1 Prise Steinsalz. 1 halben Becher Milch, Honig und Butter über offener Flamme erhitzen, etwas köcheln und anschließend abkühlen lassen, bis die Masse lauwarm ist. Jetzt Mehl, Eier, übrige Milch, Gewürze und Salz dazugeben. Teig gut durchkneten, bis er locker und sehr klebrig ist. Anschließend in einen irdenen Topf umfüllen. Topf mit einem Tuch bedeckt, einige Tage lang im Keller stehen lassen. Vor dem Backen aus dem Keller holen und an einem warmen Ort ruhen lassen. Masse in 3 gleich große Teile aufteilen und mit einem Nudelholz ausrollen. Jedes Teilstück 20 Minuten lang im Ofen backen. Schmeckt wunderbar mit Pflaumenmus. Und zu guter Letzt Rezept für Ramses Gortons berühmte Langustensuppe. Zutaten: 1 Netz voller Langusten, Salz, Pfeffer, Lorbeerblatt und Dill. Wasser in einem großen Topf erhitzen. Salz, Pfeffer und Lorbeerblatt dazugeben. Dill fein hacken und für frischen Geschmack hineingeben. Wenn das Wasser aufkocht, Langusten lebendig ins Wasser geben und 20 Minuten lang kochen lassen, bis sie tiefrot sind. Topf vom Herd nehmen und einige Stunden an einem kühlen Ort ruhen lassen, damit die Langusten den Geschmack aufnehmen. Am besten warm und mit trockenem Weißwein servieren. Okay, cool. Und es gab tatsächlich keinerlei Komplikationen irgendeiner Art und Weise jetzt hier noch. Wir stehen jetzt zwar inzwischen kurz vorm Ende dieses... So viel zu, es gab keine Komplikationen. Wir stehen tatsächlich jetzt kurz vorm Ende dieses Spiels, aber ich werde jetzt nicht anfangen und hier noch hetzen. Ich nehme mir für alles in aller Ruhe Zeit... Wir werden hier in aller Ruhe die Dokumente lesen, die wir noch finden. Ich werde gehen, wenn ich es für angebracht halte, zu gehen. Wir führen in aller Ruhe die Gespräche, gehen alle Dialogoptionen durch. Also ich hetze jetzt hier nicht in Richtung Ende. Es dauert so lange, wie es dauert. Das ist eine Tod, das ist eine Todesfee, ja. Okay, warum jetzt hier an dieser Stelle ausgerechnet noch eine Todesfee aufgetaucht ist, das werden wir vielleicht nie erfahren. Vielleicht gibt es aber jetzt auch ein Tagebuch oder einen Brief oder irgendwas in ihren Überresten. Wir gucken mal. Nö, die ist halt, die war halt einfach da. Ich weiß auch nicht. Na gut. Von mir aus. Das war die letzte Schatzsuche im kompletten Spiel, Leute. Das war nämlich die eine... Schatzsuche-Quest, die uns noch gefehlt hat. Wir haben noch einen Hexerauftrag und 3 Nebenquests, abgesehen von unseren Hauptquests. Und da bin ich halt auch sehr gespannt, wo wir die denn letztendlich finden. Also ich habe so eine ungefähre Idee,
Und ungefähre Idee heißt so viel wie wird verfügbar nach der und der Hauptquest, wo ich dann aber auch nur den Namen stehen habe. Oder bei der einen Nebenquest halt auch, ja, nur sehr kurzes Zeitfenster, muss quasi zwischen zwei bestimmten Quests erledigt werden. Oder sie verschwindet dann halt. Von daher habe ich zumindest so ansatzweise eine Idee, wann wir nach diesen Quests zu suchen haben. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, können wir nach der aktuellen Hauptquest nochmal zwei Nebenquests machen. Und wartet mal ganz kurz. Ich gucke nochmal ganz kurz, dass ich euch jetzt hier keinen Quatsch erzähle. So. Genau. Also nach unserer aktuellen Quest, Kaja Fu, können wir nochmal zwei Nebenquests machen. Und dann während zwei anderer Hauptquests können wir dann nochmal eine Nebenquest und einen Hexervertrag dann nochmal in Angriff nehmen. Und das war's dann auch schon. So, jetzt habt ihr genauso viele Informationen wie ich. Und jetzt gehen wir zu Regels zurück. Wir haben den guten Mann jetzt schon lang genug warten lassen. Und vor allem will ich wissen, wie es weitergeht. Er hat ja gesagt, wir brauchen noch eine Zutat. Und um wie viel wollen wir wetten, dass wir ihm die auch noch besorgen müssen? Hat er uns denn diesmal wenigstens die Tür offen gelassen? Das wäre ja sehr entgegenkommend. Oh. Tatsache, hat er gemacht. Das war schon sehr stilvoll alles hier, ne? Sehr stimmungsvoll. Und Geralt macht es dann alles wieder kaputt, indem er sich da die Treppe runterrollt. Und dann hier durch die Gegend rennt, obwohl ich mich eigentlich ganz gemächlich und stimmungsvoll hier bewegen wollte. Das ist halt sehr ärgerlich. Ob man aus der Hand ein feines Süppchen kochen kann? Du verfeinerst deinen Humor immer weiter. Aber wir sind keine Kannibalen, Geralt. Ich habe ein Gewebefragment entnommen. Das reicht, um Resonanz zu erzeugen. Was hast du mit dem Rest gemacht? Ich habe ihn verbrannt, wie es unser Kodex verlangt. Ein Rabe sagte mir, dass du die erforderliche Zutat hast. Hast du mir deine Spione hinterhergeschickt? Meine Beobachter. Wäre etwas schiefgegangen, hätte ich rasch eingreifen können. Ich bin zurechtgekommen, aber danke trotzdem. Brauchst du noch lange für die Resonanz? Du hast eine letzte Zutat erwähnt, die noch fehlt. Welche ist das? Diese Angelegenheit könnte schwierig werden. Wenn man die Erinnerungen eines Wesens beschwören will, braucht man das Blut eines anderen Vertreters seiner Art. Kein Problem. Ich kenne einen höheren Vampir, der sicher gerne aushilft. Stimmt's, Regis? So einfach ist das leider nicht. Als du unterwegs warst, habe ich alles versucht, um einen Ersatz zu finden. Aber ich fürchte, es gibt keinen. Ich begreife wohl nicht recht, woran es hakt. Können wir nicht einfach etwas Blut von dir nehmen? Das Blut muss angeregt sein. Sicher weißt du, dass höhere Vampire ihre körperliche Hülle verändern können. Und damit auch die chemische Zusammensetzung des Blutes. Ich mache es kurz. Ich muss mich selbst in einen Zustand starker psychokinetischer Erregung versetzen. In einen Zustand des tollwütigen Wahnsinns. Und das ist sehr gefährlich. Wieso gefährlich? Du bist doch dann auch du selbst, oder? Ja, aber ich werde in Raserei verfallen. Du weißt besser als ich, dass man die nicht kontrollieren kann. Wenn du je einen Vampir in Raserei gesehen hast,
ist dir klar, was für eine Gefahr er für seine Umgebung darstellt. Und wie kommen wir damit klar? Ich will nicht von dir mit ausgefahrenen Krallen angesprungen werden. Da wären wir schon zwei. Aber sei unbesorgt. Ich habe die Sache gründlich durchdacht. Die Einzelheiten sage ich dir noch. Na schön. Was hast du vor? Wir besuchen Tesha Mutna, ein altes Vampiranwesen. Dort finden wir aufgehängte Käfige. Ich setze mich in einen rein. Du lockst Monster an. Die tötest du dann und lässt sie ordentlich ausbluten. Wir sollten genug Blut haben, damit dessen Geruch mich in Raserei bringt. Tesha Mutna, was gibt es darüber zu wissen? Es ist ein Ort der Qual, eine Folterkammer. Vor langer Zeit, kurz nach unserer Ankunft in dieser Welt, entwickelte einer der unsrigen, ein gewisser Kahakma, so eine Lust auf Menschenblut, dass er in einer einzigen Nacht ein ganzes Dorf leer trinken konnte. Das brachte unsere gesamte Spezies in Schwierigkeiten. Die Menschen waren es schnell leid, sich dauernd fürchten zu müssen. Sie machten Jagd auf uns und suchten dabei die Hilfe von Magiern und Hexern. Na und? Sie konnten euch nicht ernsthaft etwas anhaben. Aber es war nervtötend. Verzeiht den Vergleich, aber die Moskitos, die dich umschwirren, könnt ihr ja auch nicht ernsthaft etwas anhaben. Jedenfalls beschlossen die Vampire, dass etwas geschehen musste, dass Kahakma gefangen und bestraft werden musste. In den Verliesen von Tesha Mutna wurde daher eine Folterkammer eingerichtet. Dort brachte man einen Käfig aus einer Speziallegierung aus Silber, Dalvinit und Meteoritenstahl an. Kahakma wurde gefangen und in den Käfig gesperrt. Darin saß er über 200 Jahre, immer wieder in Raserei und ohne Chance zu entkommen. So weiß ich, dass der Käfig auch der Raserei standhalten wird, in die wir meine bescheidene Person versetzen werden. Keine Zeit zu verlieren. Tesha Mutna, bring mich dorthin. Moment noch. Eine letzte Sache. Was war das? Blut. Der letzte Gefallen, den der Rabe mir getan hat. Außerdem habe ich Sangurium eingenommen, das meinen Geruchssinn schärft. Jetzt rieche ich einen Blutstropfen, als wäre es eine Gallone. Bist du von Sinnen? Du bist ein trockener Süchtiger. Deine Anteilnahme rührt mich, Geralt. Aber bitte mäßige dich. Ich hatte keine Wahl. Die Würfel sind jetzt gefallen. Höchste Zeit, nach Tesha Mutna zu gehen. Mir dreht sich der Kopf und du riechst plötzlich so lecker. Und du machst mir langsam Angst. Ich werfe an dieser Stelle einfach mal spontan in den Raum das Blut und diese Tinktur. Hätte er das alles nicht zu sich nehmen können, nachdem wir Tesha Mutna erreicht haben? Um die Reise dahin für Geralt ein bisschen weniger unangenehm und potenziell gefährlich zu gestalten. Ich mag die Story. Wir sind da. Die Opferkammer der Folter und Pein ist unterirdisch. Ich muss insgesamt sagen, sowohl Blood and Wine, als auch Heart of Stone, die jeweils erzählten Hauptstories, die gefallen mir, glaube ich, die gefallen mir sogar besser als die Geschichte aus Wild Hunt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Geschichte aus Assassins of Kings fand ich jetzt auch nicht so super pralle. Ich meine, es war sehr unterhaltsam, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, auch diese Welt zu erforschen, das alles. Aber die Hauptstory an sich, die fand ich im ersten Witcher recht interessant, ne? Diese Kriminalgeschichte mit Azar Yaveth und das alles da. Und die Verschwörung, die man dann nach und nach aufgedeckt hat. Und hier Heart of Stone war eine sehr interessante Geschichte. Und Blood and Wine entwickelt sich auch in eine sehr interessante Richtung. Aber so die Wild Hunt Story an sich, also so Sachen wie der blutige Baron, die ganze blutige Baron-Geschichte, also diese ganze Wehlengeschichte, die Mumen gehörten da ja auch noch dazu, das war sehr interessant. Aber so die alles, was mit der wilden Jagd persönlich und mit Eredin und dem Kampf gegen Eredin und das potenzielle Ende der Welt zu tun hatte, das war jetzt alles nicht so super catchy. Also zumindest nicht im Vergleich zu diversen Nebenquests, die wir schon so erlebt haben hier.
aber hat sich trotzdem noch auf einem hohen Niveau bewegt. Aber es gibt halt, es gibt bestimmte Aspekte der Witcher-Story, die halt nochmal viel genialer sind als andere. So, und jetzt... Und du weißt, was du tust. Ich hoffe es nur. Gehen wir bitte. Je länger wir säumen, desto weniger habe ich meine Fakultäten im Griff. Ich will dich wirklich nicht verletzen. Geh voran. Und ich finde es schön, dass wir Regis nochmal wieder getroffen haben. Ich mochte Regis in den Büchern wirklich. Ich meine, ja, es ist... Wir müssen nahe ihrer Fressstelle sein. Stimmt. Ich sagte ja, es wird gefährlich. Es ist Fanservice, ihn überhaupt zurückzubringen, weil eigentlich sei er ja tot gewesen. Aber die Erklärung finde ich jetzt nicht so super... Hinter dieser Wand liegt... ...abwegig. Also es ist... ...ein altes Vampirverlies. Es ist etwas, das ich akzeptieren kann. Ich habe ja schon vieles gesehen, aber sowas noch nicht. Wie ehrenvoll. So ein erfahrener Mann und doch kann ich ihm noch etwas Neues zeigen. Jetzt auf damit. Was zum Teufel? Uralter Schutz vor unerwünschten Gästen. Der Entriegelungsmechanismus reagiert nur auf das Blut höherer Vampire. Eine gesicherte Vampirfestung voller trickreicher Fallen. Toussaint war euch anscheinend mal wichtig. Der marschiert hier einfach ohne uns los. Das ist natürlich... Das wird es auch immer bleiben. Bei der Konjunktion hat sich das Tor aus unserer Welt in diesem Land geöffnet. Dies war der erste Ort, den wir sahen. Okay, ich höre tatsächlich einiges in der Ferne. Menschenhaltung und Pflege. Menschenhaltung und Pflege? Kein Witz. Der Autor hat Menschen und ihr Verhalten studiert. Über die Jahre hat er sie gezüchtet. Moralisch fragwürdig, sicher. Aber wissenschaftlich sauber gearbeitet. Na, da gucken wir doch gleich mal rein dann. Aber wir sind eh fast am Ende der Folge. Ich würde sagen, das kann jetzt bis dahin noch warten. Champion von Tesha Mut. Na gut, haben wir zwei Sachen zu lesen dann hier. Aber ich will mal kurz gucken, diese Tesha Mutner-Geschichte. Das Töten von Gegnern regeneriert die Vitalität mit jedem getragenen Set-Gegenstand um 1% der maximalen Vitalität. Also bis zu 6% für einen getöteten Gegner. Das ist jetzt aber nicht so super genial. Ich weiß halt auch nicht, was haben unsere aktuellen für... zusätzliche Boni? Gut, wir haben da halt die zusätzliche Angriffskraft drauf, ne? Und das nicht zu knapp. Ich weiß nicht. Ich bleibe einfach bei der Ausrüstung, die wir jetzt haben. Regis. Das hier ist ein übler Ort. Der Tod liegt in der Luft. Ja. Hier haben viele Wesen ihr Leben ausgehaucht. Na, ich bin begeistert. Aber es ist auch irgendwie total faszinierend. Die Glyphen sind in den Fels geschnitten. Sie waren mal mit Blut überzogen. Bedeuten sie was? Es sind Zeichen, Symbole für... Du würdest sie Stämme nennen. Nach der Konjunktion in der Welt verteilt. Meine Ahnen platzierten sie hier, um uns an unsere Herkunft zu erinnern.
Das klingt auch sehr interessant. Aber welche Geheimnisse und Erkenntnisse uns an diesem düsteren Ort noch so erwarten werden, das erfahren wir dann gemeinsam in der nächsten Folge von The Witcher. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann. So, da ist schon das erste Buch. Menschenhaltung und Pflege. Bei der Menschenhaltung kommt es darauf an, Bedingungen zu schaffen, die auf der einen Seite das Überleben der Herde sicherstellen, auf der anderen Seite aber das zum Überleben nötige Minimum nicht zu sehr übertreffen. Dabei gilt es stets zu bedenken, dass Menschen über eine hohe Intelligenz verfügen, oder nennen wir es Schleue und Instinkte, die es ihnen erlauben, ihre Umgebung so weit wie möglich für sich zu nutzen. Für die Haltung heißt dies, dass Menschen immer versuchen, mehr aus dem zu machen, was man ihnen gibt. Aus diesem Grund sei empfohlen, jedem von ihnen einen Schlafplatz, 2 Mahlzeiten am Tag und ununterbrochenen Zugang zu Trinkwasser bereitzustellen. Diese Bedingungen, die vielleicht manchen übermäßig großzügig erscheinen, sorgen für eine optimale Produktion hochwertigen Hämoglobins. Nähere Informationen zur Ernährung folgen in späteren Kapiteln. Ebenfalls entscheidend ist der ständige Zugang zu Atemluft, ohne die Menschen innerhalb weniger Minuten sterben. Es ist nicht notwendig, sich Gedanken darüber zu machen, ob die gezüchteten Menschen die oben genannten Dinge vervielfachen. Wenn man ihnen ein Existenzminimum bietet und Männchen und Weibchen miteinander mischt, werden sie sich zwangsläufig fortpflanzen, auch in Gefangenschaft. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es einen Denkansatz gibt, der besagt, man solle Zuchtmenschen mehr Freiheit und Pflege zukommen lassen, was auch bessere Nahrung und eine gewisse Freizügigkeit einschließt. Angeblich sorgt das für eine höhere Konzentration nährstoffreicher Bestandteile im Blut, sodass es besser schmeckt. Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass diese Art der Haltung weitaus schwieriger ist und emotionale Bindungen erfordert, auf die wir in den folgenden Kapiteln näher eingehen werden. Ja gut, okay, wo kann ich diese folgenden Kapitel finden? Ich finde das nämlich sehr interessant, ich würde da gerne noch mehr drüber lesen. Und dann haben wir hier noch den Champion von Tesha Mutna. Ich bin der Diener des Stammes. Erhaben über die Menschen künde ich von ihrer Schwäche. Erhoben über sie bin ich der Hüter der Herde. Voll der Stärke richte ich das Schwert gegen die Feinde des Stammes. Ich bin Herr und Knecht zugleich. Ich bin der ausgeübte Wille des Stammes. Ich akzeptiere dieses Schwert und diese Rüstung, auf das ich dem Stamm dienen kann.